In the past weeks we've come to realize, in den letzten Wochen haben wir festgestellt, recognizing that we are the stewards of life. Nämlich, dass wir gekannt haben bzw. gelernt haben, dass wir die Haushalter des Lebens sind. God has been so generous. Gott ist sehr großzügig. That he has given that which makes him God to us. Nämlich er hat uns geschenkt, das was ihm Gott macht. And since God cannot create himself, und da Gott sich selbst nicht erschaffen kann, but he so desired that we partake of everything that he is and have, sondern er sehnt sich so sehr, dass wir teilnehmen an dem, was er ist und was er hat. He brought us and included us in himself. Er brachte uns und fügte uns zu sich selbst hinzu. Amen. Halleluja. This is the greatest gift that God has given to you and I. Das ist das größte Geschenk, was Gott dir und mir gemacht hat. It can't change, even though we don't know. Dieses Geschenk kann sich nicht ändern, auch wenn wir drüber nichts wissen. But it is beneficiary to us when we come to recognize this. Sondern dieses Geschenk ist uns nützlich, wenn wir zu dem Verständnis dieses kommen. And this is the reason why we are here as a church. Und deshalb sind wir hier versammelt als Gemeinde. So that we may know everything that pertains to us. Damit wir erkennen alles, was uns gehört. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. And so as stewards, we are ministers of life. Als Haushalter sind wir Diener des Lebens. And Jesus Christ is our life. Jesus Christus ist unser Leben. And so today we are ministers of Christ. Und heute sind wir Diener Christi. Amen. Amen. And so God said, for a steward, it is demanded for us to be faithful. Da sprach Gott nämlich, dass für Haushalter wird es gefordert, treu zu sein. But faithfulness that God demands of us is not, you know, according to how we understand it. Sondern die Treue, die Gott von uns fordert, ist nicht gemäß unserem Verständnis. Our faithfulness, unsere Treue, is for us not to deny who we are. Heißt, dass wir uns selbst nicht leugnen. Because God hasn't given you anything to have. Denn Gott hat dir nichts Körperliches geschenkt. Because you are who he says you are. Denn du bist genau das, was er über dich aussagt. And so, if we are to be faithful, dementsprechend, wenn wir treu sein sollten, then we are called to not deny, dann sind wir berufen, nicht zu leugnen, what God says we are, was Gott über uns aussagt. Amen. Amen. And that is the place where we begin to live. Und von diesem Ort, von dieser Grundlage an, fangen wir zu leben. And so today I want to speak to us about the fact that you are saved to create. Heute möchte ich drüber sprechen, und zwar zu uns, über das Thema, wie du bist gerettet, um zu erschaffen. Amen. Amen. Halleluja. Amen. You know, since some few weeks back we've been talking about the practicability of, you know, of our states in Christ. Seit einigen Wochen reden wir über die Praxis unseres Status in Christus. And so today we're going to look into the fact that we are saved. Wir möchten heute in die Tatsache hineinschauen, dass wir gerettet sind. But for what purpose? Doch zu welchem Zweck? Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Because we've come to be very conversant with all that with Christ has become to us. Inzwischen sind wir sehr vertraut mit all dem, was Christus für uns geworden ist. We know that we're blessed. Wir wissen, dass wir gesegnet sind. We know that we've been enriched. Wir wissen, dass wir bereichert sind. We know that God has given to us everything that we will ever need for life. Wir wissen, dass Gott hat uns alles geschenkt, was wir je zum Leben brauchen werden. But is that all? Doch ist das alles? You know, all these that we've just enumerated is part of our identity. Denn all das, was wir gerade aufgezählt haben, ist ein Teil unserer Identität. This is who we are. Genau der sind wir. But from that premise, how then do we live? Doch aus dieser Grundlage hervor, wie leben wir? Amen. Amen. We are saved. Wir sind gerettet. We are blessed. Wir sind gesegnet. We are righteous. Wir sind gerecht. We are holy. Wir sind heilig. We are rich. Wir sind reich. From that premise, how then do we live our lives? So, von dieser Plattform, wie führen wir unser Leben?
Amen. Amen. Let's turn our Bible to a very familiar verse of scripture. Lass uns bitte unsere Bibel aufschlagen zu einer sehr bekannten Schriftstelle. Well, we just have to turn to that verse just because we want everybody to look into his Bible. You don't even need to. Es ist so bekannt, dass jeder das aus dem FF kennt. Und dennoch möchten wir, dass jeder die Bibel aufschlägt. Amen. Amen. Genesis 1, the verse number 1. Erste Buch Mose 1:1. Amen. Amen. Some of you are closing your Bible already. Manche schließen die Bibel schon. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. In the beginning God created the heavens and the earth. Im Anfang schuf Gott Himmel und die Erde. Amen. Amen. In the beginning God created the heavens and the earth. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. This is the beginning and the end of every scripture. Also das ist der Anfang, aber auch das Ende von jeder Schrift. The summary of everything that God has done and is doing with us. Also die Zusammenfassung von dem, was Gott tut und auch schon getan mit Now, uns. Here the word tells us that God is a creator. Und hier sagt uns das Wort, dass Gott Schöpfer ist. And everything that is created und is alles, created by God. Was erschaffen wurde, ist von Gott erschaffen. And if we are to partake of everything that God is, und wenn wir teilnehmen sollten, und zwar an dem, was Gott ist, it simply means that we are creators. Das bedeutet, wir selber sind Schöpfer. But before we create anything, doch bevor wir überhaupt irgendetwas erschaffen, God has to bring us to the state in which he himself is as a creator. Gott müsste uns zu seinem Zustand hineinbringen als Schöpfer. And so here the word says that in the beginning. Und das Wort sagt hier im Anfang. God. Gott. And when we turn our Bible to the book of Revelation 1, the verse number 18. Und wenn wir wenn wir Offenbarungsbrief 1, Vers 18 aufschlagen. Now the resurrected Christ reveals something about himself. Nun zeigt uns der auferstandene Christus etwas über sich selbst. He said, I am Alpha and Omega. Nämlich, ich bin der Erste und der Letzte, Alpha und Omega. The beginning and the Ich bin der Anfang und das Ende. So the Lord, which is and which was and which is to come, the Almighty. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und ich sehe, ich bin lebendig und zwar auf Ewigkeit. And so Jesus is referring to himself as the beginning. Also Jesus bezieht sich auf sich selbst als der Anfang. So when we talk about the beginning, wenn wir über den Anfang sprechen, it has got nothing to do with time. Das hat nichts mit der Zeit zu tun. It's a person. Es geht um eine Person. It's a reference to a person. Das ist ein Bezug auf eine Person. And so when we look at it from that perspective, wenn wir aus dem Blickwinkel der Person anschauen, we will then interpret and paraphrase this verse thus. Und zwar, wir werden das wie folgt zitieren. In Christ, God created the heaven and the earth. Nämlich in Christus schuf Gott Himmel und Erde. Because the beginning and the ending are the same. Denn der Anfang und das Ende sind eine und dasselbe. Alpha and Omega are the same. Ja, Alpha und Omega sind derselben. And so in Christ, in Christus also, God created the heavens and the earth. Schuf Gott Himmel und Erde. And so through this verse we realize that everything that is created is in Christ. Und durch diese Bibelstelle stellen wir fest, dass alles, was erschaffen wurde, sich in Christus befindet. So even God, for him to create, has to be in Christ. Sogar Gott, damit er etwas erschafft, muss er in Christus sein. Everything visible and invisible comes from Christ. Sichtbare und unsichtbare Dinge stammen aus Christus. And so Paul tells us in Philippians 3, the verse number 9, Paulus berichtet uns in Philipperbrief 3, Vers 9, that the whole world is created by Jesus Christ. Nämlich, dass die ganze Welt durch Jesus Christus erschaffen wurde. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Halleluja. Halleluja. And when we look at this, you know, this very important aspect of God, wenn wir
diese bedeutsamen Teil von Gott anschaue. Let's turn to what Paul, you know, explained to us. Wir schauen uns das an, was Paulus uns zur Erläuterung gegeben hat. In 2 Corinthians 5 from the verse number 18. Wir schauen uns 2. Korintherbrief 5 ab Vers 18. 2 Corinthians 5 the verse number 18. 2. Korinther 5, 18. Now Paul says that and all things are of God who hath reconciled us to himself by Jesus Christ and hath given to us the ministry of reconciliation. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. To wit, that God was in Christ reconciling the world to unto himself, not imputing their trespasses unto them, and had committed unto us the word of reconciliation. Nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretung nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. Amen. God has reconciled us to himself. Gott hat uns mit sich selbst versöhnt. God has made us to be one with him. Gott hat uns mit sich selbst eins gemacht. God has brought us into that place of equality with him. Gott hat uns zu dieser Stellung der Gleichheit mit sich selbst. Now, the redemptive work of Christ, the outcome of it. Nun, das Resultat aus dem Erlösungswerk Christi is to bring us to the awareness of our oneness with God. Ist uns nämlich zu dem Bewusstsein von unserer Einheit mit Gott zu bringen. Because it is only in God that we are saved. Denn es ist nur in Gott sind wir gerettet. And so through Christ God has brought us and we partake of everything that he is. Denn durch Christus hat Gott uns zu sich gebracht und wir nehmen teil an allem, was er ist. So when we talk about ourselves, also wenn wir über unsere Selbst sprechen, is a reference of himself. Das ist ein Bezug auf seiner selbst. This is what reconciliation is all about. Aber genau das heißt Versöhnung. Now we have become the sons of God. Wir sind nun Söhne Gottes geworden. And the son and the father are the same. Nämlich und Sohn und Vater sind eins. Amen. Amen. So to be saved, also gerettet zu sein, is to be the son of God. Heißt Sohn Gottes zu sein. Amen. Amen. Now when we look at this scripture, wenn wir nun diese Bibelstelle anschauen, we realize that the ultimate plan of God is to reconcile the world to himself. Und dann stellen wir fest, dass Gottes größter Plan ist, die Welt mit sich selbst zu versöhnen. But God cannot reconcile the world to himself until he reconciles man to himself first. Doch Gott kann die Welt mit sich selbst nicht versöhnen, es sei denn, er hat den Menschen zuerst mit sich selbst versöhnt. God has brought us to that place where we need nothing. Gott hat uns zu diesem Ort gebracht, wo wir nichts bedürfen. God has brought us to the place where he has given to us all things. Gott hat uns zu diesem Ort gebracht, wo er uns alles geschenkt hat. God has brought us to the conclusion of everything that we will ever desire to be. Gott hat uns zu dem Ende von allem, was wir verlangt haben, was wir je verlangt haben zu sein. Amen. Amen. This is what it means to be the son of God. Aber genau das heißt es, Gottes Sohn zu sein. Now, the desire of everyone's heart, nun, die Sehnsucht in jedem Herzen, the purpose of our soul, der Zweck unserer Seele, is after righteousness. Ist nach der Gerechtigkeit. You may not know it. Du machst es ja nicht kennen. Amen. Amen. Whatever we are doing, was auch immer wir tun, is because we desire to be right. Ist einfach, weil wir das Verlangen haben, richtig zu liegen. Amen. Amen. So the soul of man, also die Seele des Menschen, in doing wickedly, sogar im Bösen tun, is because he wants to be right in the eyes of man.
Es geschieht einfach, weil dieser und zwar richtig liegen möchte im Augen der Menschen. Amen. Amen. And so God knows the desires of our heart. That is why through the death and burial resurrection of Jesus, he justified us, imputing unto us the state of righteousness. Und da Gott weiß, welches Herzensverlangen wir haben, welche Sehnsüchte wir haben, was tat er? Er hat gegen Christus die Gerechtigkeit geschafft, aber er hat uns diese Gerechtigkeit Christi zugeschrieben. So as the righteous of God, als die Gerechtigkeit Gottes also, we are his sons. Sind wir seine Söhne. Amen. Amen. So there is nothing that is lacking to us. Und deshalb gibt es nichts, was uns mangelt. Because he has given to us everything. Denn er hat uns alles gegeben. He has loved us. Er hat uns geliebt. He has accepted us. Er hat uns angenommen. He has justified us. Er hat uns gerechtfertigt. So that we may then receive the word of reconciliation. Damit wir das Wort der Versöhnung bekommen können. Amen. Amen. So we are reconciled. Nun sind wir versöhnt. To reconcile. Damit wir andere versöhnen. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. We are reconciled. Wir sind versöhnt. So that we can reconcile the world. Damit wir die Welt versöhnen können. And so that is why God has given to us the word of reconciliation. Und deshalb hat Gott uns mit dem Wort der Versöhnung ausgestattet. So our reconciliation is our salvation. Unsere Versöhnung ist unsere Errettung. God has brought us into the place of equality with him. Gott hat uns zu dieser Stellung der Gleichheit mit sich selbst. So as a son. Als Sohn also. Amen. Amen. We then need to act like God. Wir brauchen nur genauso wie Gott zu handeln. To create our world. Nämlich wir erschaffen unsere Welt. Amen. Amen. To create the condition in which we want to live in. Nämlich wir erschaffen die Bedingung, womit wir leben möchten. Our responsibility. Unsere Verantwortung also. Is to be the son. Heißt Sohn zu sein. In this world. Und zwar auf dieser Welt. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. You know, it is so beautiful. Es ist wunderschön. Now to realize the grace of God. Nun festzustellen die Gnade Gottes. Because when you look at the grace of God from one perspective. Denn wenn du die Gnade Gottes aus einem Blickwinkel anschaust. It keeps you passive. Also das hält dich einfach im passiven Zustand. Because the grace is an announcement of that which you have become. According to what Jesus Christ has done. Denn Gnade ist die Ankündigung dessen, was Jesus Christus getan hat. Amen. Amen. You know, Jesus is the end of the law. Wisst ihr, Jesus ist das Ende vom Gesetz. What is the law? Was ist denn das Gesetz? The law demands what you should do. Das Gesetz verlangt von dir das, was du tun sollst. And so Jesus, being the beginning and the end, is simply telling us that he is the end of what we are called to do. Und da Jesus der Anfang und das Ende dessen, nämlich vom Gesetz ist, das bedeutet, Jesus ist das Ende von dem, wozu das Gesetz uns auffordert zu tun. But that is not the end. Aber dennoch endet die Geschichte nicht so. So when we look at grace from that perspective only, wenn wir die Gnade nur aus diesem Blickwinkel schauen, we will be frustrated. Wir werden frustriert sein. Amen. Amen. Because we live in a dynamic world. Denn wir leben in einer dynamischen Welt. We live in a world that changes. Wir leben daily. In einer Welt, die täglich sich verändert. We live in a world that is conditioned. Wir leben in einer Welt voller Bedingungen. Now, if God has brought us to himself, wenn Gott nun uns zu sich selbst gebracht and hat, God is not a conditional being, und Gott ist kein Wesen, das begrenzt ist, is unconditional. Er ist bedingungslos, begrenzenlos. It simply means that he is absolute. Das bedeutet, er ist absolut. He doesn't change. Er ändert sich nie. But as being absolute, doch so absolut, wie er he ist, influences any condition he desires to live in. Beeinflusst er, und zwar jegliche Bedingung, und zwar jeglichen Zustand, in dem er verlangt, drin zu wohnen. So he creates
the world in which he would like to live in. Also, was tut er? Er erschafft die Welt, in der er wohnen möchte. Because God alone is uncreated. Denn Gott selber in sich, mit sich selbst, ist unerschaffen. His life is uncreated. Also sein Leben ist unerschaffen. But his life creates. Doch sein Leben schafft Dinge. Amen. Amen. And so today, if you and I, we are the sons of God. Und heute, wenn du und ich die Söhne Gottes sind. And the life of God is in the Son. Und das Leben Gottes befindet sich im Sohn. God promised us his life. Und Gott hat uns sein Leben verheißen. But for us to be possessor of his life, doch damit wir Besitzer seines Lebens sind, we have to be his son. Müssen wir seine Söhne sein. Amen. Amen. This is the announcement of the gospel. Das ist die Ankündigung des Evangeliums. That we need nothing to do in order for us to be the son of God. Also wir brauchen nichts tun, um Gottes Sohn zu sein. Jesus Christ did it. Das tat Jesus Christus schon. It's finished. Es ist vollendet. Amen. Amen. It's concluded. Das ist beschlossen. Who you are. Wer du bist. What God knows about you. Was Gott über dich kennt. Is established. Das ist schon gegründet. It is irreversible. Das ist unumkehrbar. There is no condition that can change it. Es gibt keine Bedingung, die das hier umkehren kann. You can suffer under the word of any condition. Also du kannst unter dem Wort von jeglicher Bedingung leiden. But the true state of who you are doesn't change. Der wahre Zustand deines Daseins ändert sich nicht. Your soul can be sick. Deine Seele mag ja krank your sein. Your soul can be poor. Deine Seele mag ja arm sein. But who you are doch wer du bist doesn't change. Ändert sich nicht. That is why Paul says, who can separate us from the love of God? Also deshalb fragte Paulus in Römer 8, wer kann uns von der Liebe Gottes trennen? Amen. Amen. Shall famine or persecution or peril or nakedness? Also wird es Bedrängnis sein, wird es Nacktheit sein, wird es Hungersnot sein, wird es Dürre sein, wird es Schwierigkeit sein? In all this, in all diesen Dingen we are more than conquerors. Sind wir mehr als Überwinder. But how then do we condition our world? That is the question. So die Frage stellt sich, mit all dieser Erkenntnis, wie stellen wir die Weichen für unsere Welt? How then can we live as a son? Wie können wir leben als Söhne? Amen. Amen. Because in the beginning, denn im Anfang, God created. Schuf Gott. And not only God is in the beginning, und nicht nur Gott befand sich im Anfang. You are in the beginning. Du genauso, du befindest dich genauso im Anfang. Because the beginning is Christ. Denn der Anfang ist Christus. So you and I, we are in Christ. Also wir alle sind im Christus. And if we are in Christ, und wenn wir in Christus sind, what do we do? Was tun wir dann? We create. Wir erschaffen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. So we've been given the word of reconciliation. Uns wurde das Wort der Versöhnung gegeben. The word of creation. Das Wort der Erschaffung. Because with the word of creation, denn mit dem Wort der Erschaffung we create. Schaffen wir Dinge. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Because in the word of creation, denn in diesem Wort der Erschaffung everything has been done. Wurde alles getan. Everything has been established. Alles wurde gegründet und festgelegt. Amen. Amen. It's done. Es ist erledigt. You bless. Du bist gesegnet. Amen. Amen. You're rich. Du bist reich. You're holy. Du bist heilig. You're empowered. Du bist bekräftigt. It's done. Das ist schon erledigt. But doch. You have to experience your blessedness. Also dein Gesegnetsein, deine Kraft und all das, womit du ausgestattet bist, musst du erleben. Amen. Amen. You have to experience it. Ja, das ist eine Sache, die du zur Erfahrung umwandeln now, musst. To put it more precisely, um das genau zu sagen, your soul deine Seele has to experience muss erfahren everything that you have become. Alles, was du geworden bist. So we don't only discover who we are, also wir entdecken nicht nur, wer wir sind, we create what we want. Sondern wir erschaffen das, was wir sehen möchten. Amen. Amen. It's a big responsibility. Ah, das ist eine große Verantwortung. Halleluja. Halleluja. Tell someone, grace is a responsibility. Sag jemand, Gnade heißt Verantwortung. Amen. It's a responsibility. Gnade heißt Verantwortung. Because there is nothing added to the Son. Denn zum Sohn wird nichts mehr hinzugefügt. There's nothing that can be done to him. Es gibt nichts, was am Sohn getan werden kann. He's a son.
Er ist Sohn, fertig. Amen. Amen. And so his walk on earth, also sein Wandel auf Erden, creates, schafft Dinge. So we need to understand, und deshalb brauchen wir das Verständnis, that there are three levels of creation, dass es drei Ebenen der Erschaffung gibt. Three levels. Drei Ebenen. Number one, als erstes, your thought, ja, deine Gedanken. Number two, als zweites, your words, deine Worte. Number three, als drittes, your action, deine Handlungen. So these are the three levels of creation. Also das sind die drei Ebenen der Erschaffung. But it begins with your thought. Doch diese Erschaffung fängt mit deinen Gedanken an. As a man thinketh, so is he. Wie der Mensch denkt, so ist dieser Mensch. You cannot create what you are not. Also das, was du nicht bist, kannst du nicht erschaffen. So if you don't accept that you are right before God, if you don't accept that you are the son of God, what you will create will be mistaken. Wenn du nicht annimmst, dass du vor Gott gerecht bist, wenn du nicht annimmst, dass du Gottes Sohn bist, was auch immer du erschaffen magst in deinem Wandel auf Erden, wird nur fehlerhaft sein. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. So the place of beginning, also der Ort des Anfangs. Which is the place of ending. Und da ist auch der Ort, wo alles endet. Amen. Amen. Without any contradiction. Und zwar ohne Widerspruch. You and I, du und ich. We are the son of God. Wir sind die Söhne Gottes. Amen. Amen. You need to rejoice. Also darüber brauchst du wirklich freuen. Amen. Amen. We are the sons of God. Wir sind die Söhne Gottes. Woo! So as a son, als Sohn, you begin to think like a son. Fängst du an, wie ein Sohn zu denken. You think, ja, du denkst. Blessed. Gesegnet. You think abundance. Du denkst im Überfluss. You think success. Und zwar du denkst erfolgreich. You think victory. Du denkst siegreich. You think healthy. Du denkst Gesundheit. No matter what your body tells you. Also egal welche Symptome dein Körper dir flüstert. No matter the condition, the outside condition. Egal welche äußerliche Einflüsse es gegen dich gibt. Amen. Halleluja. Halleluja. The son is not influenced by any external condition. Der Sohn wird nicht beeinflusst, und zwar durch äußerliche Umstände. Jesus point to us this pattern when he was baptized by John the Baptist coming out of waters. The Bible says praying, the heavens open, the Spirit of God descend from heaven, and the voice of the Spirit came and said unto him, you are my beloved son in whom I am well pleased. Period. Amen. In Lukas Evangelium 3, Vers 21, da ist es so, dass Jesus uns das Muster eines Erschaffers, eines jemand, der schöpferisch unterwegs ist, gezeigt hat. Nämlich als er getauft wurde, aus dem Wasser hoch, also hochstieg, was ist denn passiert? Er war noch am Beten. Was ist passiert? Der Himmel öffnete sich, der Geist Gottes kam ja nieder. Die Stimme Gottes sprach zu ihm, du bist mein geliebter Sohn, in dir habe ich Wohlgefallen. Amen. Punkt aus. Halleluja. Halleluja. Before then, doch davor he may have some debt. Könnte sein, dass er ein paar Schulden gemacht hat. Amen. Let's suppose that. Ja, wir können annehmen, seine Aktien sind nicht gestiegen. Ne? Because he lived in a community. Dann warum? Er hat ja in einer Gemeinschaft gelebt. Before then, davor, he was a skillful carpenter. Ja, er war sehr, also wirklich ein Zimmermann mit hochwertigen Fertigkeiten. Amen. Amen. But after that moment, doch nach diesem Augenblick, every condition prior to that moment had no influence over him. Alle anderen Bedingungen, und zwar vor diesem Augenblick des Bekenntnisses, dass er Sohn Gottes ist, haben keinen Einfluss mehr auf sein Leben. Amen. Amen. Today we stand before the God. Heute stehen wir vor Gott. Today we are listening to the voice of the Spirit. Heute hören wir die Stimme des Geistes. It doesn't matter what you were before you walked into this building. Also es spielte keine Rolle, was du warst, bevor du zu diesem Gebäude hineingetreten bist. No matter what you
thought about yourself. Egal was du über dich selbst gedacht hast. But what God is saying to you, doch was Gott dir sagt, is what Jesus Christ concluded concerning you. Ist das, was Jesus Christus nämlich beschlossen hat, was dich angeht. That needs to influence the way you think from henceforth. Nämlich dieser Beschluss soll eigentlich deine Denkweise, und zwar ab jetzt an, beeinflussen. And so our lives begin. Nun fängt unser Leben an. Life begins. Leben beginnt with our thoughts. Mit unseren Gedanken. Amen. Amen. Paul says that because we have been reconciled Paulus, by the death of his son. Paulus sagt, dass nun, wo wir versöhnt sind, und zwar durch den Tod seines Sohnes. Romans 5, the verse number 10. Das finden wir in Römerbrief 5, Vers 10. It says, how much more. Und dann heißt es, wie viel mehr shall we be saved by his life? Werden wir durch sein Leben gerettet werden. Amen. Amen. We are saved by his life. Errettung finden wir durch sein Leben. But his life is in his son. Doch sein Leben ist doch in seinem Sohn. So what is it telling us? Also was sagt uns diese It's Bibelstelle? Telling us that we are saved by being his son. Diese Bibelstelle sagt uns ganz klar, wir werden gerettet, indem wir die Söhne Gottes sind. Amen. Amen. Halleluja. Amen. We are saved from everything that, you know, come against man by being the son of God. Aus allem, was sich gegen die Menschheit oder den Menschen richtet, werden wir gerettet, indem wir Gottes Sohn sind. The three levels of creation. Nämlich diese drei Ebenen der Erschaffung. Your thinking. Deine Denkweise. Because righteousness is right thinking. Denn Gerechtigkeit, was Gedanken angeht, bedeutet gerechtes Denken. Amen. Amen. You think right. Du denkst richtig. You think correctly. Du denkst gerecht. The thoughts that was in God, und zwar die Gedanken, die in Gott waren, is shared with you. Die wurden mit dir geteilt. That's why Paul tells us, deswegen sagt uns Paulus, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Und zwar in Philippa 2, ab Vers 5, die Gesinnung, die in Christi war, soll genauso in dir sein. The very thoughts of God. Und zwar dieselben Gedanken Gottes. Because we have been called to create. Denn wir sind berufen worden zu erschaffen. And so the mind is the place of creation. Also die Gesinnung ist der Ort der Erschaffung. So if you want to live a blessed life, wenn du ein gesegnetes Leben führen because möchtest, we are blessed, weil wir schon gesegnet sind. Amen. Amen. In terms of who we are, also was uns angeht, wer wir sind, cannot change. Wir können uns nicht ändern. But we are here to live. Doch wir sind hier auf Erden, um dieses Leben zu erfahren. So, how then do we experience our blessedness? So, wie erfahren wir nun unser Gesegnetsein? Begins with our thinking. Das fängt mit unseren Gedanken an. Now, if I tell you that you're blessed, wenn ich dir sage, du bist gesegnet, and you begin to think curse, doch du denkst, Mann, bin ich verflucht. From January to December, und zwar seit Januar bis Dezember hin. Shout that you're blessed, ja, und du schreist, ich bin gesegnet. But you never experience your blessedness. Doch das Gesegnetsein wirst du nie erfahren. Then you come to, oh, Pastor, this thing doesn't work. Und irgendwann mal kommst du zu Pastor David und sagst, Pastor, das funktioniert nicht. Vergiss es einfach. Amen. Amen. It doesn't work. Funktioniert nicht. Make me to be blessed. Also mache mich gesegnet. Amen. Nein. There's nothing that God will ever do for you to be blessed again. Also es gibt nichts mehr, was Gott für dich körperlich noch tun kann, damit du gesegnet bist. Gibt's nicht mehr. Anyone that is announcing to you that he has something special to make you somebody special is a lie. Is a fallacy. It's not true. You are already special. Amen. But your mind needs to come to that place where you agree with what God has agreed concerning you in Christ. Amen. So that through your thinking you will create the condition that your mind has hold on to. Amen. Aber Vater, und dementsprechend, wenn irgendjemand zu dir kommt und sagt, du pass auf, also Gott hat nur halbe Arbeit gemacht, der Rest soll ich für dich machen, also die Person kannst du gleich weg. Also diese Aussage und die Person selber, die kannst du wegwerfen. Mhm. Denn warum? In Christus wurdest du komplett erschaffen. Und deshalb ist es wichtig für dich, dass das, was in Christus schon getan
ist, was du schon in Christus geworden bist, es ist wichtig, dass du das zu deinen Gedanken machst. Wenn du das zu deinen Gedanken machst, was passiert denn dann? Dann bist du in der Lage, das, was du schon gedanklich erschaffen hast, körperlich herauszuholen. We understand how God has given to us. Denn wir begreifen doch, wie Gott uns Geschenk gemacht hat. By joining us to himself. Und zwar, er hat uns geschenkt, indem er uns mit sich verbunden hat. And so, you and God, dementsprechend du und Gott in, Christ, in Christus, are not different people. Ihr seid nicht unterschiedliche Menschen. It's not two. Es sind keine zwei Menschen. There is no two head in Christ. Also Gott ist nicht schizophren, wenn ich mal so sagen darf. Amen. Amen. In Christ there is no two minds. Also in Christus gibt es nicht zwei Gesinnungen oder zwei Häupter. You think your own way, also du denkst auf deine Art und Weise and he thinks his own way. Und er denkt auf seine Art und Weise. No. Auf keinen Fall. We have the mind of Christ. Wir haben die Gesinnung Christi. We have the think, the thoughts of Christ. Die Gedanken Christi haben wir. Amen. Amen. God think himself blessed. Also Gott denkt über sich selbst als gesegnet. Amen. Amen. God thinks himself good. Gott denkt über sich selbst als gut. He thinks himself rich. Er denkt, er ist reich. Amen. Amen. The day he ceases to do that, also der Tag, an dem Gott aufhört, das zu tun, the world will melt. Also da kann man die Welt einpacken. Ist vorbei dann. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Ist Feierabend für die Welt. Glory be to God. Ehre sei Gott. That's what Jeremiah says. I know the thoughts that you think towards me. Und deshalb konnte Jeremia in Jeremia 29,11 sagen: Die Gedanken, die ich für dich habe, weiß ich das. Thoughts of good. Gutes habe ich im Gedanken und nicht vom Bösen. To bring me to the end. Nämlich Gutes, die dich zum Ende bringt, die dich vollendet. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. You see, that is why we don't live by expectation. Und deshalb leben wir nicht durch Erwartung. Because what we expect has already been fulfilled. Denn die Erwartung, die wir haben, ist schon erfüllt. Amen. What interests God? Also was Gott interessiert, is the process of creation. Nämlich ist dieser Vorgang, dieser Prozess der Erschaffung. Is the renewing of the mind. Sprich, es ist die Erneuerung deiner Gesinnung. It's not the result. Es ist nicht das Resultat. But it's the process. Sondern es ist der Vorgang zum Resultat. You see, this is the real problem why the church is not mature. Also das ist das wirkliche Problem, warum die Gemeinde unmündig ist. Because we want to meet the mark. Denn warum? Wir wollen nur das Ziel erreichen, alles andere ist egal. Amen. Amen. We want the result. Wir möchten nur das Resultat. And the result will be I want to be blessed. Ja, das Resultat heißt, das BMW soll schön sein. I want to be rich. Ich möchte reich sein. No. Nein. Because when you live by expectation, denn wenn du durch Erwartung lebst, you place your salvation in the future. Dann legst du deine jetzige Errettung in die Zukunft. You are actually making a statement. Du triffst eine Aussage durch diese Denkweise. That you are not fulfilled. Nämlich, obwohl Gott dich erfüllt hat, bist du nicht erfüllt. The mark has been met. Ja, also das Ziel wurde erreicht. Concerning who we are. Und zwar, was uns angeht. What we will ever be. Was wir jemals sein werden. And so the process today, doch der Prozess heute is a renewing of the mind. Ist die Erneuerung unserer Gesinnung. Because if you know already the result, denn wenn du schon das Resultat kennst, the result is that you're blessed. Das Resultat heißt doch, du bist gesegnet. The result is that you're rich. Das Resultat heißt, du bist reich. God doesn't care whether you don't have money or not. Also Gott kümmert es, ob du einen Euro hast oder 10. But what he cares, doch was ihm kümmert, is for your mind to align to what he says you are. Ist, dass deine Gesinnung mit seiner Gesinnung übereinstimmt, über wer du bist. Because when you begin to think blessed, denn wenn du anfängst, gesegnet zu denken, you can only produce blessedness. Da kannst du nur noch gesegnet sein hervorbringen. We want to get to a place, wir möchten zu einem bestimmten Ort ankommen. But we are already there. Doch wir sind schon da. Amen. Amen. We want to get to heaven. Wir möchten in den Himmel kommen. Now, if you say you want to get to heaven, it means you have left where you were. Also, wenn du behauptest, du möchtest in den Himmel kommen, das bedeutet, du hast dort verlassen, wo du warst. And if you want to go back where you were, then you will pass through hell. Und wenn du zurückgehen möchtest zu dorthin, wo du warst, wirst du durch die Hölle gehen.
Hallelujah. Amen. It's a parable, right? Das ist doch ein Gleichnis, oder? And so many people are going through hell. Oh, mein Vater. Because they want to reach to heaven. Und deshalb gehen viele Menschen durch die Hölle auf Erden, damit sie in den Himmel kommen. You're already in heaven. Du bist schon im Himmel. Don't try to go to where you are already. Also versuch nicht dort anzukommen, wo du schon bist. You will leave that place in your mind. Also was passiert? Du wirst diesen Ort verlassen in deiner Gesinnung. Amen. Amen. And you cannot get there because you're already there. Und das Komische ist, ja, so wie das Tier, was seinen Schwanz jagt, also man kommt nie an, weil man schon da ist. Amen. Amen. So the spirit has to tell you that you are there. Also der Geist musste dich informieren, du bist schon da. You are blessed. Du bist schon gesegnet. Amen. Amen. That's why I'm telling you, you are blessed. Deswegen sage ich dir, du bist gesegnet. You are rich. Du bist reich. Amen. Amen. Glory be to God. Aber Vater. Thank you, Father. Danke, Herr. And so when your mind begins to align to who you are, dementsprechend, wenn deine Gesinnung sich ein, also sich zu dem fügt, was du schon bist, that's the first level of creation. Das ist die erste Ebene der Erschaffung. It doesn't influence the world. Also das beeinflusst noch nicht die Welt. Until it gets to the level of the word. Also bis deine Erschaffung zu der Ebene des Wortes ankommt. Because the word is thoughts expressed. Denn das Wort oder Worte sind Gedanken, die man ausgedruckt hat. Amen. Amen. If you're blessed, wenn du gesegnet bist, you can't talk contrary, da kannst du nicht sagen, naja, ich bin ja arm. Think of yourself. Und zwar, du kannst nicht gegen dem sprechen, was du über dich selbst denkst. Because your word, denn dein Wort ist words. Is thoughts express. Deine Worte sind Gedanken, die man ausdrückt. So in creation, in der Erschaffung, God did not only think creation into being, Gott hat nicht nur die Welt in wirklich in das Dasein gedacht. He spoke creation into being. Er hat die Erschaffung wirklich ausgesprochen. Amen. Amen. What he saw, das, was er sah, he create. Genau das hat er erschaffen. Amen. Amen. What he saw, was er sah, he spoke out. Sprach er aus. If we are blessed, also wenn wir gesegnet sind, if we are righteous, wenn wir gerecht sind, if we are holy, wenn wir heilig sind, if we are loved, wenn wir geliebt sind, if we are accepted, wenn wir angenommen sind, let's speak it. Dann sprechen wir das aus. Amen. Amen. Speak who you are. Dann spreche aus, wer du bist. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. This is the second level of creation. Das ist die zweite Ebene der Erschaffung. Amen. Amen. So now we realize that it is not sufficient just to be everything God says you are. Also nun stellen wir fest, das reicht nicht aus, nur zu sein, was Gott über uns ausgesagt hat. Amen. Amen. This is what grace announced. Aber genau das kündigt die Gnade an. But what has grace done? Doch was hat die Gnade getan? It joined you to God. Die Gnade hat dich mit Gott verbunden. And so that as him, damit du als Gott you live in this world. Lebst du auf dieser Erde. It's not difficult, you know. It's as if it's difficult to live like God. It's not difficult. It's the most easiest thing. Ja, also wie Gott zu leben ist das einfachste Sache, aber manche stimmen noch nicht zu. Amen. Amen. It's so easy. Es ist sehr einfach. It's difficult not to live like him. Also es ist schwierig, nicht wie Gott zu leben. That's why you see the whole world is so difficult, stress. Ja, und deshalb, wenn man in die Welt unterwegs ist, stellt man fest, es ist überall schwer. Denn warum? Stress hoch 5. There is nothing God demands for God to be God. Also es gibt nichts, was Gott fordert, damit Gott Gott ist. He's God. Er ist einfach. So that's why he announced to you through what Jesus Christ has done that you're blessed. Just accept it. Und das ist der Grund, warum er dich ankündigt und sagt, du, das, was Jesus Christus getan hat, macht dich und zwar gerecht und macht dich gesegnet. Also nimm's an. Amen. Amen. Because when we begin to think, denn wenn wir anfangen zu denken, according to who we are, und zwar gemäß dem, wer wir sind, we change our world. Was passiert, dann ändern wir unsere Welt. We influence our world. Dann beeinflussen wir unsere Welt. We condition the world the way we want it to. Und dann, ich sag mal so in meinen Worten, dann setzen wir die Begrenzung bzw. die Bedingungen, und zwar in die Welt, wie wir sie haben möchten. Amen. Amen.
It says true faith, Hebrews 11, verse 3. Hebräerbrief 11, Vers 3 berichtet uns. It says true faith, we understand. Durch that Glauben. The world was framed by the word of God. Durch Glauben verstehen wir, erkennen wir, dass die Welten, und zwar aus dem Wort Gottes, erschaffen wurden. Amen. Amen. The world that we see was framed by the word of God. Die Welt, die wir sehen, sind und zwar gestaltet, geformt aus dem Wort Gottes. That which we see, that which do appear, was made from that which is invisible. Nämlich das Erscheinende wurde aus den Nichtsichtbaren erschaffen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Nobody sees within your thoughts. Also keiner sieht deine Gedanken. That is your world. Genau, das ist deine Welt. Amen. Amen. That is a sphere of your creation. Das ist und zwar die Ebene, wo du Dinge erschaffst. Amen. Amen. Thoughts is simply idea formed. Nämlich Gedanken heißt Ideen, die eine Form haben. Amen. Amen. So you and I, du und ich also, we are God's idea. Wir sind Gottes Ideen. Amen. Amen. Aber Vater, you are not an idea from your father. Also du bist nicht die Idee von deinem irdischen Vater oder irdischen Mutter. You are not an idea from your work. Ja, also du bist nicht die Idee aus deiner Arbeit. Amen. Amen. You are not an idea of Deutschland. Come on. Also du bist nicht die Idee aus Deutschland. Amen. Amen. You look like a Deutscher. Ja, du schaust deutsch aus. Amen. But you are an idea of God. Doch, du bist Gottes Idee. Glory be to God. Aber Vater. So thoughts are idea form. Also Gedanken sind geformte Ideen. And so you have to accept the idea that God has of you. Und deshalb ist es wichtig für dich, die Idee Gottes für dich anzunehmen. Speak it out. Und genau diese Idee, die du angenommen hast, sprichst du aus. Amen. Amen. And not only speaking it out, und du sprichst es nicht nur aus, you do it, sondern du tust genau das, was du ausgesprochen hast. Amen. Amen. So your action, also deine Handlungen, is God in action, ist Gott, der in Bewegung ist. Whatever you're doing, was auch immer du tust, is God das in ist action. Das ist Gott in Aktion. It begins with a thought. Es fängt mit den Gedanken an. And it ends with action. Und das endet mit der Handlung. So that is why the three levels of creation. Und deshalb gibt es diese drei Ebenen der Erschaffung. It's your thought, your words, and your deeds. Ja, deine Gedanken, deine Worte und deine Handlungen. But if your thought is wrong, doch wenn deine Gedanken schon falsch sind, your action will be wrong. Dann rate mal, wie deine Taten ausgehen werden. Because your word will be wrong. Denn warum? Deine Worte werden falsch, deine Taten werden genauso falsch. Also das wirkliche Trainieren ist, dass du im Gedanken Sohn bleibst. Du hast dich doch schon gefragt, na, wie manifestiert sich der Sohn? Ja, also das Feedback bekomme ich also noch regelmäßig. Ja, Identität haben wir begriffen, das passt. Amen. Aber wie leben wir nun? This is what I've presented to you today. So, das Ergebnis habe ich dir gerade eben präsentiert. Not difficult to live as a son. Es ist nicht schwierig, als Sohn zu leben. Glory be to God. Ehre sei Thank Gott. You, Father. Danke, Vater. In the beginning. Im Anfang. God created. Schuf Gott. And you and I, we are in the beginning. Du und ich, wir sind im Anfang. Creation takes place in the beginning. Erschaffung findet im Anfang statt. And the beginning is Christ. Und der Anfang ist Christus. And Christ is the thoughts of God. Und Christus ist der Gedanke Gottes. Christ is not what will be. Also Christus ist nicht, was er sein wird. Christ is not what was. Und Christus ist nicht das, was war. Christ is what is. Christus ist genau das, was ist. Amen. Amen. He is the same yesterday, today and forever. Ja, er ist derselbe gestern, heute und immer da. It means every moment there is hope for you and I. Also das bedeutet, jeder Augenblick spricht Hoffnung für dich und für mich. No matter the mistakes we've done. Egal welche Fehler wir getan haben. We can start now. Wir können nun anfangen and recreate our world. Und unsere Welt
wieder erschaffen. Now like this. Also gerade eben. Amen. Amen. God has given us the privilege. Gott hat uns das Privileg geschenkt, to rest in what he has done. Nämlich in dem, was er getan hat, uns zu ruhen. So that he through us, damit er durch uns, will bring forth his very attributes. Nämlich seine Eigenschaft hervorbringt. That's why Paul tells us, und deshalb berichtet uns Paulus, that it is God, es ist Gott, that work, der in uns wirkt. To will and to do nämlich his good pleasure. Das Wollen, aber auch das Tun, das, was ihm wohlgefällt. Amen. Amen. What pleases God is established. Das, was Gott gefällt, das ist schon erledigt, das ist schon fest. Is your end state. Das ist dein Endzustand. Amen. It Amen. Pleases God. Das gefällt Gott. And so when he looks at Christ, also wenn er Christus anschaut, he looks at our ending. Er sieht schon unser Ende. He looks at our conclusion. Er sieht schon das, was über uns beschlossen wurde. It's pleasurable to God. Das ist wohlgefällig, was when Gott he angeht. Looks at Christ, wenn er Christus anschaut, he sees you blessed. Er sieht dich gesegnet. He sees you rich. Er sieht dich reich. He sees you righteous. Er sieht dich gerecht. What is more pleasurable to God than that? Also was ist noch wohlgefälliger als das? But it is then God that works in you. Dennoch ist es Gott, der in dir wirkt, so that you will, damit du willst, to be, nämlich du willst zu sein, what he sees of you, was er über dich schon gesehen hat. So there is a participation in Christ. Und man sieht, dass in Christus eine Teilnahme vonnöten ist. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. There is a participation. Es gibt eine Teilnahme in unseren Gedanken, in unseren Worten und auch in unseren Handlungen. Halleluja. Halleluja. Wir sind heute berufen, nämlich Anteil an Christus zu haben. Was auch immer du tust, also denk nicht, du tust es außerhalb von Christus. Amen. Also als Beispiel, wenn du zur Arbeit gehst, denkst nicht, naja, ich arbeite ja für Siemens als Beispiel. Nein, du nimmst teil. In the life of Christ. Und zwar an dem Leben Christi. And what interests God more than anything, und das, was Gott viel mehr interessiert als alles andere, is for your mind to be renewed. Ist, dass deine Gesinnung erneuert wird. Be not conformed to this world, also sei nicht gleichförmig dieser Welt, but be transformed, sondern sei verwandelt by the renewing of the mind. Durch die Erneuerung deines Sinnes. Amen. Amen. The renewing of the mind. Ja, die Erneuerung deiner Gesinnung. Metamorphosis is through the renewing. Metamorphose findet statt durch die Erneuerung. And this is why we are here on earth. Das ist der Grund, warum wir auf Erden sind. To live as a son. Nämlich als Sohn zu leben. And as a son, als Sohn, since we receive nothing, da wir nichts empfangen, because we have received all, weil wir alles schon empfangen haben, what do we do with what we've received? Was machen wir mit dem, was wir empfangen haben? We create. Wir erschaffen daraus. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Glory be to God. Ehre sei Gott. Amen. Amen.